So, und willkommen zurück. Und wir schnetzeln uns, für die, die jetzt einfach so einschalten, wir schnetzeln uns hier durch die Krypts durch, in der Hoffnung, dass wir die Krone vom Skeleton King finden, um ihn zu schwächen oder überhaupt zu beschwören. Demons have been known to devour their own young when no other nourishment is available. Their offspring, the imps, sometimes manage to flee and band together with other demon spawn. They rove in vicious packs, ready to descend upon the unwary traveler and rip his body to shreds with their tiny needle-sharp teeth. Wir erforschen mal hier dieses Dungeon ein wenig. Und ich vermute mal, das ist noch nicht das Richtige. Das Richtige sieht nämlich ein bisschen anders immer aus. Ach, das ist das hier. Sehr schön. Kennen wir auch schon aus der Beta. Now my husband writhes in torment, because I do not rest at his side. Return my bones, so that we may rest in peace. So, das Event. Dann wollen wir mal der armen Alten helfen. Den Mann zu richtig zu begraben. Nummer 1 hätten wir. Nummer 2. Crown is not here. I must search one of the other crypts. So, ja. Wir werden bald in eine andere Krypt gehen, aber zuallererst werden wir hier erstmal machen. So, das war gerade ein netter Beinabwrack. Hätte ich doch fast den Gegner irgendwie außerhalb von dem Level hier rausgekickt, irgendwie durch diesen Lashtail-Kick. So, jetzt müssen wir den Hauptboss hier abplatten. Oder auch nicht. Ach, schon erledigt. Nö, wir müssen nur seine Items looten. Wir gucken mal hier. Die Axt sieht. Oh, die Axt hier sieht mir noch gut aus. Ja. Bam. Ja, lassen wir mal so. Hier können wir uns mit diesem Stein hier können wir uns rausteleportieren. Ja, bitte. So, dann geht's weiter.
Oh, die Crypt ist ja zu. Na gut. Dann gehen wir mal in eine von den unteren. Ja. Wie ist mit der hier? Oh, ich glaube, das könnte sie sein. Ja, Breath of Heaven brauchen wir noch nicht. Da finde ich den anderen Skill schon ein bisschen besser. So. Ah, das sind zwei Dinger. Die kann ich ja gar nicht tragen. Gut, dann nicht. Das ist noch ein Koffer. Ja, das sieht mir auch nicht so ganz danach aus. Stonewall. Gibt's da Schönes oben? Ah, ich antworte mal nicht. Mir ganz sicher, das könnte es sein. Gehen wir mal nach da oben erst. Ich habe so eine Vermutung, dass das jetzt hier so ein großer Kreis wird, aber naja, das hier ist es. Ja, das hier ist es. Dann gehen wir erst runter. Mal was hier gibt. Hier gibt es gar nichts mehr, außer diese Sticker. The tragedies in these lands have left many restless spirits in their wake, and they demand retribution. These spirits will take out their vengeance on any unsuspecting individual who may pass, for they believe that the blood of the living will yet restore the lives that were ripped away from them. So. Wir laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Ab geht's.
Jetzt holen wir uns schon mal die Krone und nachher machen wir auch noch direkt das andere, die andere Crypt. Nichts soll ausgelassen sein. So, wir haben alles hier gesehen, hoffe ich doch. Ja. Unburied are formed from human corpses that were flung into mass graves without a proper burial. This hideous amalgamation of bodies decomposes together into one being, bound by some foul magic. For all my knowledge, I could only flee from it, and I would expect any other sensible person to do the same. So, danke für die nette Info. So, dann haben wir die platt gemacht. 70 XP mehr. So, wir gucken erstmal hier rechts. Hier rechts ist nur so ein Teleportal. Sehr schön, das nutzen wir auch nachher. Erstmal die Krone. No, I will not allow you to bring that monster Leoric back to this world. I must lessen my burden. I must lessen my burden. Das ist auch ein cooler Ausdruck dafür zu sagen, dass das ein Inventar ein bisschen nähren soll. Nett. Intelligence bringt mir zwar nicht viel, aber besser als die Axt auf jeden Fall. So, Townportal brauchen wir jetzt nicht. Ich will hier eigentlich zurück. Beziehungsweise, wir machen es anders. Ich teleportiere mich mal in die Town. Verkaufe ein bisschen das Zeug und da machen wir noch die andere Crypt. You found the crown. Truth be told, I didn't think you'd make it back alive. Ah, it needs repair. Should be no problem. It's good to work again. There. New is the day it was placed upon the Black King's head. I need something more than making spades to occupy my mind. I want my life to mean something. As you should. You will craft for me weapons with which to carry out my sacred duty. I have other news. Your apprentice is dead. Fool boy. Hope for the worst and you will not be disappointed. Thank you for the news. So, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt hier Items craften mit dem lieben Herrn hier. Das heißt, wie vorhin gesagt, die ganzen blauen Items nicht verkaufen, sondern hier bei dem lieben Herrn salvagen. Also trashen quasi. Und dann kommt hier ein bisschen Zeug raus. Und mit diesem Zeug lassen sich dann Items craften. So, das schieben wir jetzt alles mal hier rein. Alles Schrott, Schrott, Schrott. Und dann haben wir hier Stuff und können jetzt hier auch schon was craften.
Artisan Experience. So, ich mache mal hier gleich zwei Stufen rein, weil dann kann man sich nämlich hier mal hübsche Sachen craften. Und das Schöne bei den crafteten Sachen ist, dass immer plus 3 random Properties erstmal drauf sind bei den normalen Sachen. Oder 2, wie jetzt hier. Die Waffen finde ich jetzt nicht so prall am Anfang, aber die Items sind echt nicht schlecht. Und wir bauen jetzt einfach mal hier so Cuffs in Blau. Und gucken mal, was rauskommt. Hoffentlich was Gutes. Ist natürlich jetzt Schrott, aber was soll's. Wir nehmen es mal mit. Sehr schön. Ja, den Rest verkaufen wir kurz, bevor es bei Deckard Cain weitergeht. Ich habe ein richtig gutes Bunch von Dingen für dich diesen feinen Tag. Die Fallen Tief übrigens hier, oder Fallen Tooth, die konnte man in der Beta irgendwie noch, glaube ich, noch nicht wirklich sinnvoll einsetzen oder nutzen. Ich glaube gar nicht bisher. Was hat der noch? Talk. I am surprised to see you working so soon after your wife's passing. There's no point in hiding my face in a pillow. You need weapons, I make weapons. Work needs getting done. I find your devotion admirable. And the quality of your work is impressive. We will speak again. Anscheinend heißt dieses Zeichen einfach nur Hallo, ich kann dir was craften. Okay. I have the crown. Where is the Skeleton King? Ah, at last. With it, you can unlock the sealed door in the room where you rescued me and enter the royal crypts. When you find the Skeleton King, place the crown atop his head and destroy him. The Skeleton King lies at the heart of the imbalance in this land. I will end his reign and find the fallen star. So Leute, und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut. Ich laufe jetzt gleich noch mit euch dann im nächsten Let's Play durch die Defiled Crypt und dann begeben wir uns schon in Richtung des Skeleton Kings, um ihn heute noch den Garaus zu machen. Bis zum nächsten Let's Play.